Im Visier, die Waffenkolumne. Bogen oder Armbrust? Vorchristliche Distanzwaffen heute. Wenn heute von Waffen die Rede ist, sind damit gewöhnlich Feuerwaffen gemeint. Die gibt es seit der Erfindung des Schießpulvers und sie haben bis zum heutigen Tag ständig Verbesserungen erfahren. Moderne Sturmgewehre haben mit Hakenbüchsen aus dem 15. Jahrhundert nur noch das Grundprinzip gemein. Doch auch bei den zuvor gebräuchlichen Distanzwaffen, Bogen oder Armbrust, haben sich beachtliche Entwicklungen vollzogen. Mit den aus dem Hundertjährigen Krieg bekannten Waffen haben moderne Compoundbögen oder Armbrüste nicht mehr viel Ähnlichkeit. Pfeil und Bogen waren bereits in der Jungsteinzeit gebräuchlich und damit die erste Distanzwaffe. Technisch deutlich anspruchsvollere Armbrüste gibt es erst seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Vorteil der letzteren ist es, dass die Last der Spannung nicht, wie beim Bogen, mit Muskelkraft aufrechterhalten werden muss, wodurch dem Schützen daher mehr Zeit bleibt, sorgfältig zu zielen. Ihr Nachteil ist die vergleichsweise geringe Feuerkraft, da Spannen und Nachladen erheblich mehr Zeitaufwand erfordern als das Abschießen von Pfeilen vom Bogen. Auch heute noch sind Bögen und Armbrüste, die sich an historischen Vorbildern orientieren, gebräuchlich. Bei Bögen spricht man von sogenannten Recurve-Bögen, die, ganz klassisch, aus dafür geeigneten elastischen Hölzern oder in Kompositbauweise aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Dasselbe gilt für Armbrüste. Für beide konventionell konstruierte Typen gilt ein Bogen, eine Sehne, keine weiteren mechanischen Elemente. Compoundbögen oder Armbrüste dagegen, die es seit den 1960er Jahren gibt, nutzen das Prinzip des Flaschenzugs, was es möglich macht, die Zugkraft und damit die Geschwindigkeit des Pfeils oder Bolzens erheblich zu steigern. An der Außenseite der Wurfarme des Bogens montierte exzentrische Scheiben, die über Kabel mit der Bogensehne verbunden sind, sorgen dafür, dass die zu überwindende Zugkraft bis zu einem bestimmten Punkt stetig zu, danach aber schlagartig abnimmt. Das bedeutet, dass der Schütze deutlich weniger Kraft aufwenden muss, um den Bogen gespannt zu halten, als das bei einem gleich leistungsstarken Recurve-Bogen der Fall ist. Daher bleibt ihm mehr Zeit, sein Ziel anzuvisieren. Bei einer nach diesem Prinzip konstruierten Armbrust beschränkt sich der Vorteil gegenüber einem nach herkömmlicher Bauart gebauten Typ auf die wesentlich gesteigerte Zugkraft und Bolzengeschwindigkeit. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Im Internet finden sich unter dem Begriff Compoundbogen zahlreiche Darstellungen. Wer sich mit dem Gedanken an die Anschaffung eines leistungsstarken Bogens trägt, sollte keinesfalls auf die Beratung durch einen sachkundigen Fachmann verzichten. Die durch die Zugkraft ausgedrückte Leistungsfähigkeit des Bogens verliert nämlich einen großen Teil ihrer Bedeutung, wenn der Schütze die körperlichen Voraussetzungen nicht mitbringt, um das Gerät zu beherrschen. Zugkraft, Auszugslänge, Abzugs- und Visiervorrichtung sowie die Wahl der geeigneten Pfeile sind entscheidend für die damit erzielbaren Resultate. Die Leistung von Compoundwaffen reicht aus, um, wenn es denn erlaubt ist, selbst großes Wild erfolgreich zu bejagen. Mehrere hundert Kilo schwere Elenantilopen können, entsprechende Jagderfahrung und Geschick im Umgang mit der Waffe vorausgesetzt, weitgerecht erlegt werden. Rasiermesserscharfe Pfeiljagdspitzen, die einen großen Wundquerschnitt erzeugen, machen es möglich. Bei Pfeilgeschwindigkeiten von bis zu 100 Metern pro Sekunde, ab Sehne, ist es gut geübten Schützen möglich, auf bis zu 90 Meter entfernte statischen Zielen Treffer mit einem Streukreis von 20 Zentimetern zu platzieren. Die Leistung von Compound-Armbrüsten liegt noch darüber. Bolzengeschwindigkeiten von über 120 Metern pro Sekunde sind möglich und damit entsprechend große Einsatzentfernungen. Die Kombination mit einem Zielfernrohr macht aus einer modernen Armbrust auf Entfernungen von bis zu 100 Metern sogar eine Art schallreduziertes Scharfschützengewehr. Sie hörten einen Beitrag von Andreas Tögel, nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag.
Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.